hübsche Prinzessinnen, ich hoffe, dass es euch allen gut geht und dass ihr viel Spaß zu Hause habt. Ihr kriegt jetzt von mir Hausaufgaben, damit ihr nicht vergisst, wie es im Ballett ist. So, erst wollte ich gucken, ob ihr schon alle da seid. So, Henny, bist du da? Hast du dein Dutt gemacht? Wunderschön. Samuel, hast du deine wunderschönen Sachen an? Hm? Hose? Und dein weißer Oberteil? Sehr gut. Lillian, Sophia, Helene, bist du da? Supi. Zoe, Amy, hat die Mama einen schönen Dutt gemacht? Wunderschön. So, Luise, Myla, ich sehe deine wunderschöne Haarspange. Sehr gut, Myla. Clara, der Großvater hat dir wunderschöne Haare gemacht, Mausi. Super. Mila, Sophia, Mina, alle sind da. Das freut mich. Meine Helferin ist auch heute dabei, die Emma. Und wie ihr seht, die Emma hat auch ihr Dutt. Sie hat keine Kette an, kein Schmuck, wie immer. Also, ich hoffe, dass ihr alle den Schlumpfhosen anhabt, die Schuhe und eure Balletttüte. Dann können wir loslegen, so dass wir uns warm machen. So. Damit ihr zu Hause nicht vergisst, wie meine Oma jetzt wirklich zu Hause vor dem Fernseher sitzt, denn sie darf nicht raus aus dem Haus. Sag du auch deiner Oma, dass sie nicht aus dem Haus gehen darf. Also, Hände an der Hüfte, Rücken gerade und zeig, wie meine Oma macht. Meine Oma macht. Alte Oma, prima Ballerina. Alte Oma, prima Ballerina. Alte Oma, prima Ballerina. Super, das kennt ihr aber alle schon. Wenn ihr wollt, ihr könnt das auch Mama und Papa zeigen. Oder dein Bruder das beibringen oder deine kleine Schwester, wie ihr wollt. So, nicht vergessen, böse Hexe, böse Hexe, prima Ballerina, böse Hexe, prima Ballerina, böse Hexe, prima Ballerina. Wunderschön. Jetzt haben wir spielerisch den Rücken, Schulter schon warm gemacht. Sehr gut. So. Damit ihr nicht vergisst, wie die Armpositionen im Ballett sind, machen wir schöne runde Arme, den linken Daumen verstecken wir. Wir schließen alle unsere Finger, lange runde Arme. Die Arme sind nicht durchgestreckt, die Arme sind auch nicht am Körper oder hier hochgezogen. Nö, nö, nö. Sehr gut. Schöne runde Arme. Hm? Nö. Kein Burgerfinger. Jetzt dürft ihr sowieso nicht ins Restaurant Burger essen. Nee, nee. Und auch nicht wie Tier essen. Herr Boti. Also Finger schließen. Und wir machen Hände hoch bis zum Bauchnabel. Nicht hier hoch. Aha. Verboti vom Feinsten. Bis zum Bauchnabel. Und die Hände, stellt euch mal vor, dass in eurer Handfläche ein kleines Spieglein versteckt ist. Also, der Spiegel ist in der Hand und ihr müsst euch immer im Spiegel sehen können. Also, Hände bis zum Bauchnabel, Po, Po, hoch. Hände runter, Po, Po, runter. Hände hoch, Po, Po, hoch. Hände runter, Po, Po, runter. Das könnt ihr 5, 6 Mal machen, sehr gerne. So, gleich machen wir weiter mit den Übungen.